So, Freunde, und da sind wir auch schon wieder flott zurück hier zu einer weiteren kreativen Folge hier in Creativerse. So, wir verarbeiten jetzt mal unsere Wines in Twines. Aber erstmal müssen wir hier den ganzen Rotz hier mal ein bisschen loswerden. Irgendwas haben wir hier. Warte mal, haben wir denn schon eine Holzkiste? Hier haben wir alle drin geschmissen, wa? Aber hier haben wir überwiegend nur Stein drin. Ja, da haben wir überwiegend nur Stein. Haben wir sowas wie eine Holzkiste? Ja, genau, komm hier. Machen wir das hier mal. Machen wir da das Holz rein. Finde ich das nämlich dann auch schneller wieder. Was ist das denn? Ach, Iron. Ja, stimmt. Wir haben ja Iron gefunden. Ganz vergessen. Wollen wir uns ja ein bisschen was herstellen. So, was ist hier mit dem Eiterblob? Ne, den können wir jetzt nicht hier brauchen. Die Kohle können wir da mal. Warte mal. Kohle. Ne, das ist die falsche. War ich am Ofen gewesen. So. Machen wir hier mal die Kohle drin. Wollen wir noch ein paar Blätter drin machen? Hier unten noch? Hier haben wir auch Blätter. So, macht die da mal rein. Da unten haben wir noch Wines und Twines und was denn nicht gesehen? So, was kann man noch drin machen? Da ist wieder alle Tier voll gebombt, ey. Ich muss das mal offscreen machen, ey. Ich nehme mir das eigentlich jedes Mal vor. Wa? Ich sag jedes Mal, ja, muss ich offscreen mal machen hier. Mensch, Rabbi, mach das doch mal. Den hier. Ach, da haben wir schon so einen Eiterblob. Guck mal. Da hatten wir ja schon so einen Eiterblob. Hier können wir noch ein bisschen Dings loswerden. War sonst noch irgendwas hier? Am Pilz oder sowas? Nee. Aber das können wir dann noch drin machen. Genau. So, haben wir da was drin? Nee. Ansonsten? Nee. Nochmal einen Überblick verschaffen? Nee. Gut, was haben wir hier drin? Aber da hat man nur. Ach ja, da haben wir die Tränke und unsere Schwerter. Unsere Swords. Haben wir noch Sand drin? Hier haben wir so Kienappel. Guck mal, können wir Kienappel dann noch drin machen? Aber ansonsten. Ne, ist da nicht weiter. So, was haben wir denn in der Kiste? Aber hier haben wir auch Eiterblobs. Guck mal, das können wir eigentlich hier mal. Warte mal, mach das mal raus hier. Das können wir darin machen. Aber Gunpulver. Du kannst auch mal ein paar Bomben basteln. Siehst du, das können wir auch mal machen. Ein paar Bomben. Wollte ich eigentlich auch mal machen. Ein paar Bomben basteln. So, hier hat man den Eiterblob, war ja. Hier haben wir auch schon Knochen. So, jetzt zeig mal hier. Machen wir hier rein die Twines. Ne, die Wines. Daraus machen wir jetzt Twines. Was? 1 zu 1? Ey, 4 Stück kriegen wir raus. Warum zeigt er das denn nicht an? Da kriegen wir eine Menge zusammen. Na, dann lohnt sich das ja. So, das dauert jetzt wieder ein bisschen. Der Jut bin natürlich hellauf begeistert, wa? So, können wir schon mal irgendwie was in den Ofen rein schmeißen? Können wir noch mal ein bisschen was herstellen? Ne, da haben wir ja nichts drin. Hier haben wir unsere Holzkiste. Wir können ein bisschen Holz herstellen, oder? Ne, warte mal. Warte mal. Nicht so ungeduldig. Warte doch mal. Ich muss mal kicken. So, Rods haben wir hier noch. Twines werden jetzt hergestellt. Ich kann noch ein paar Slabs herstellen. Ein paar Wood Slabs. Können wir mal noch machen hier. Nimm mal ein bisschen. Boah, falsche Kiste hier. Nimm mal hier ein bisschen. Hier, das können wir mal verarbeiten. Davon haben wir noch. Genau. Machen wir das mal. Geht mal ran hier. So, machen wir das mal alle. Und alle drin hier. Und Rabbi auf so eine Scheiße zu labern. Aber ich kann nicht anders. So. Dann braucht das Ganze jetzt hier. Ah, braucht noch ein bisschen. Gut, verharren wir mal kurz. Hast du hier auch kein Peaceful Mode? Wa? So was hast du ja in Minecraft, hast du sowas ja auch. Was ich aber ein bisschen doof finde, so, weil dann, ja, weil da fehlt ja der Nervenkitzel. So, da fehlt ja der Nervenkitzel, wenn du das Ganze hier auf Peaceful machst, dass sich keiner angreift, ja, da fehlt auf jeden Fall was. Aber wir können oben mal ein bisschen weiterbauen, wir können das Haus mal ein bisschen höher machen, wir können da mal ein bisschen ausbauen, genau, das können wir mal so in der Zwischenzeit mal machen hier. Wir können uns mal so eine kleine Leiter anbauen. Ich weiß nicht, ob die da oben spawnen, keine Ahnung. Ansonsten müssen wir uns hier natürlich ein bisschen durchkämpfen. So, jetzt müssen wir mal einen geeigneten Platz finden. Wo können wir denn eine Treppe nach oben machen? Hier wäre eigentlich gut. Hier könnte man mal eine Treppe so nach oben machen.
gucken wir mal, dass wir hier so eine einfache Treppe kriegen. Brauchen wir auch Wines. Okay, an Wines, da brauchen wir auf jeden Fall eine Menge. Schmeißen wir hier noch ein paar rein. So, weil von den Treppen brauchen wir auf jeden Fall auch noch was. Das ist, so. 8 Stück kriegen wir da raus? Boah, guck mal, das lohnt ja. Machen wir gleich mal ein paar. Da kommen immer jeden. Ach, kommen wir mal die Reihe voll. So, was soll der Geiz, wa? So, pack mal ein. Sehr schön. So, das müssen wir mal kriegen. Wo haben wir die? Was denn die jetzt hingemacht? Die jetzt rausgeschmissen? Nee. Achso, die muss ich jetzt, ja. Ganz vergessen, lange kein Creativeverse mehr gespielt. Ja, gehen wir auf die 8. So, machen wir mal, ja, machen wir mal. Ey, bin ich doof. Das ist ein Zaun. Oh, ich Vollpfosten. Ich Vollpfosten, ey, hätte ich mal gelesen. Das ist ein Zaun. Doof, Alter, bin ich doof. Egal. Zaun können wir natürlich auch gebrauchen. Ey, bin ich behämmert. Gut, Gänse nochmal. Gib mal her hier jetzt die Leitern. Tauschen wir aus gegen Zaun. Ey, habe ich einen Zaun hergestellt? Ich habe da nicht mehr alle Latten am Zaun, wa? Nicht mehr alle Latten am Zaun hier, der Rabbi. So. Ah, da kommst du natürlich, ist wieder. Ja, geh doch mal runter. Kommst du da natürlich nicht hoch, weil wir so einen fetten Kopf haben. So. Könnte man hier oben jetzt eigentlich so ein bisschen weiterbauen. So, machen wir jetzt hier mal so einen hohen Turm irgendwie, aber wir können ja auch ein bisschen ausbauen, wa? Oder nee, wir bauen erstmal hoch. So, wir bauen erstmal hoch, dazu brauchen wir die passenden Steine. Haben wir noch ein paar passende Steine da? Ist das ja nicht. Mal kurz runter nochmal. Weiß gar nicht, haben wir noch ein paar passende Steine da, die wir da irgendwie, nee, da haben wir Holz drin, ne? Die wir so ein bisschen verarbeiten können. Ne, die können wir ja alle umbauen. Was haben wir hier drin? Da haben wir Sand, da haben wir Glas. Ja, so viel von den verschiedenen Sachen haben wir eigentlich gar nicht. Wenn, dann müsst ihr was in den älteren Kisten drin sein. Stacked Stone Wall. Weiß gar nicht mehr aus welchen. Aus welchen haben wir denn? Dann war das hier, glaube ich, im Ofen, war, oder? Was, die Krabbendinger? Guck mal, die Krabbendinger, die kannst du verarbeiten. Ist ja geil. Ist ja geil, Lu. Aber ich brauche, ich weiß nicht mehr, welcher Stein das war. War das Bedrock? Nee. Limestone? Nee. Irgendein Stein konnten wir verarbeiten. Haben wir Stone. Haben wir Stone? Aber ich habe jetzt Stacked. Haben wir Stone. Irgendein Stein konnten wir verarbeiten. War das nur Brennmaterial? Oder war das hier drinne? Stone Slab? Slabs? Können wir Wood machen? Können wir das machen? Wo war denn das? Welcher Stein war denn das, Freunde? Ich weiß das nicht mehr. Was wir das hier gemacht haben? Adobe Wall. Oh. Ich weiß das nicht mehr. Also Stein war das nicht. Was haben wir denn noch an Steine? Irgendwas, war das Sand? Nee, aus Sand konnten wir das nicht machen. Aus irgendeinem Stein. Aus Bedrock? Ich glaube aus Bedrock, wa? Freunde, aus Bedrock war das, glaube ich, wa? Sag mal her. Nee, da geht nichts. Nee, auch nicht. Aus was für ein Stein haben wir das denn gemacht? Oder konnten wir das hier drinnen machen?
Limestone or Batch. Ja, Adobe Wall. Brauchen wir Adobe Bricks. Wo kriegen wir jetzt die Adobe Bricks her? Gibt's da bestimmt auch hier drinne, wa? Iron Wall. Wäre natürlich auch was. Könnten wir natürlich was Feines draus machen. Was sind denn jetzt hier die Adobe Bricks? Oh, Entschuldigung, ich habe momentan wieder so mit der Niese, ey. Tut mir leid, dass ihr euch das jetzt hier anhören müsst. Adobe Bricks. Ding schaltet aber auch hier um, ey. So. Brauchen wir auf jeden Fall Canyon Stone. Das ist schon mal richtig. So, Canyon Stone. Aber warum können wir nicht... Wo kriegen wir denn die Adobe Bricks her? Bin ich schon wieder überfordert. Ich glaube, Adobe Bricks konnten wir aus irgendwas anderes herstellen, aber ich weiß nicht was. Freunde. Ich weiß nicht mehr aus was für einen Stein wir das machen konnten. Es wird schon wieder dunkel draußen. Was? Stalaktit? Turmalin? Aus Matsch. Ich glaube, aus Matsch war das, Freunde. Oh Gott, jetzt kommt hier so ein Schwein. Ja, weil oben der Dings offen ist. So, das ist natürlich doof jetzt, aber das wird das hier, lass das mal hier kurz ein bisschen zumachen. Kommen die, denke ich mal, auch nicht hier runter. Aus Matsch konnte man das, glaube ich, machen. Ja, Adobe Bricks. Müssen wir ein bisschen Matsch sammeln. Ah, davon haben wir natürlich nicht mehr so viel. Gut, dann wissen wir das auf jeden Fall. So, Matsch brauchen wir. So, dann können wir den Rest, dann können wir die restlichen Steine erstmal wieder drin machen. Aber das Ding ist jetzt hier voll. Scheiße. Er hat Scheiße gesagt. Ja, was anderes weiß ich jetzt nicht. So, Matsch. Müssen wir was merken. So, müssen wir wieder ein bisschen Matsch suchen. Müssen wir mal einen Fluss suchen. Einfach mal Matsch ein bisschen abbauen. So, jetzt erstmal zum nächsten Auftrag. So, die Twines haben wir voll. Das haben wir voll. So, dann stellen wir uns jetzt mal ein paar Treppen her. Mal kicken. Treppen. So, Holztreppen. Sehr gut. Stellen wir gleich hier eine ganze Handvoll her. Davon werden wir bestimmt noch welche brauchen, weil Holztreppen gefallen mir persönlich am besten. Gut, ist ja gleich fertig. Mal einen Schluck Kaffee trinken. Und fertig. So, jetzt müssen wir noch die richtige Höhle finden. Ja, lauf mal. Nee, Kind, ach nein. Trank war jetzt auch wichtig. War alles jetzt geplant. War natürlich geplant gewesen mit dem Trank. So, das Schwein ist schon auf uns aufmerksam geworden. Das werden wir mal hier noch schnell umlegen. Hier den Rudi. Kommt noch ein anderes Schwein angehoppelt hier. Mein, was ist denn hier los hier? So. Nehmen natürlich alles mal mit. Man müsste eigentlich mal ausprobieren, ob man aus den Knochen auch Mehl machen kann. Das würde mich mal interessieren. Das würde mich mal interessieren. Die Knochen da mal reinmachen. Vielleicht... Das würde mich mal interessieren. Komm, das machen wir mal schnell. Komm, wir gucken mal, ob wir die Knochen verarbeiten können. Können wir mal schnell machen. Und dann gehen wir runter in die Höhle. Versprochen. So, kicken wir mal schnell. Im Ofen. Nee, da können wir sie nicht drin machen, die Knochen. Können wir sie hier drin machen? Nee, können wir sie nicht drin machen. Gut, also die Knochen können wir jetzt nicht verarbeiten. Gut zu wissen. Vielleicht gibt es da irgendwie nochmal eine Maschine oder so. Wo man aus den Knochen vielleicht auch irgendwie Mehl machen kann und dann wachsen die Bäume schneller. So, ich hoffe, dass das jetzt hier die richtige Höhle ist, in der wir hier drinnen sind. Nee, das ist natürlich jetzt die falsche gewesen. Ja, bin ich jetzt hellauf begeistert? Bin ich hellauf begeistert? War jetzt hier die falsche Höhle gewesen. Gut, gehen wir wieder raus, ist kein Problem. Ist kein Problem. Freunde,
Müsst ihr euch nicht aufregen. Ganz ruhig. Lasst euch vom Sound der Musik berieseln und bleibt ruhig, bleibt locker, bleibt smoothy, bleibt soft. Da hinten haben wir noch eine Kiste, die können wir mal mitnehmen. Vielleicht haben wir da irgendwie einen Arkstone noch drin, weil Arkstones sind echt arg, wa? Sind echt rar gesät, die Arkstones. So, dann wartet hier unsere spezielle Höhle. Unsere private Höhle. Und hier haben wir nochmal. Wir haben das alles hier noch mit Fackeln ausgeleuchtet. Müssen wir mal ein paar Lampen hinmachen, so ein paar richtige Lampen. Aber hat natürlich auch was, wa? Hat auf jeden Fall was hier. Ich glaube, hier mussten wir runter, wa? Und dann war hier. Und hier haben wir denn den Gang zur Hölle, wa? Das war der. Ja, genau, das war der Gang zur Hölle. Was hatten wir hier? Hier wollten wir ja mal ein bisschen ausprobieren oder so, aber nee, das lassen wir mal noch. Das machen wir hier erstmal. Die Treppe zur Hölle. So, nee, wir arbeiten uns von oben nach unten. Genau, so machen wir das. Wir arbeiten uns von oben nach unten. Weil diese Jenny hoch hier hopse hier, das gibt mir auch auf den Keks. So, ich glaube, das Ding kommt uns denn hier in die Quere. Da müssen wir mal. Müssen wir noch wegnehmen. So, es könnte sein, dass uns die Lampe hier noch in die Quere kommt. Die müssen wir auch austauschen. Da können wir, setzen wir hier in die Lampe. Ja, die Lampen müssen wir verändern, ja. Ey! Guck mal, runter kommt da schnell, wa? Aber hoch müssen wir hopsen. Ey, runter, da flutscht er ja. Da flutscht das Ganze richtig. Höge der Flutsch mit euch sein. Ja, das war auch mal so ein Ding gewesen. Weil ich das gerade sage, möge der Flutsch mit euch sein. War damals mit meiner, verhassten Ex-Freundin, sagen wir mal so. Mit meiner verhassten Ex-Freundin, war ich mal in so einem Sexshop gewesen, war. Die wollte da unbedingt mal rein, weil sie neugierig war. Was, Inventar ist voll? Also auf jeden Fall neugierig war. Also, das können wir noch abbauen, sehr gut. Also da mal rein wollte, mal kicken, was da so los ist und so, war, auf jeden Fall. Die hat sich, ey, die hat sich da drin so happig gehabt, irgendwie so, war, die war, weiß ich nicht, so. Die Sache an sich, das hat sie ja gerne gemacht, so, aber war zu feig gewesen, um irgendwie mal, auf jeden Fall waren wir denn da drin gewesen und dann hatte sie sich da so ein Flutsch ausgesucht, war, also ihr wisst ja schon, was ich damit meine, war, man hat sich da so ein Flutsch ausgesucht. Und hat sich natürlich nicht getraut, das irgendwie an der Kasse denn zu bezahlen und so, wa? So, dann ist natürlich der Rabbi dann vorgegangen, wa? Hat dann so, ist dann da rangegangen und so. Und der Typ, der war eigentlich, der war duft gewesen, der Typ war herrlich gewesen. Und auf jeden Fall, der packt uns das so ein in so eine Tüte und so, wa? Und ich will gerade rausgehen und da haut der Typ so raus, so, weißt du, ja? Alles klar, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Möge der Flutsch mit euch sein, wa? Ich hab echt so abgefeiert. Ja, und meine Ex-Freundin, ey, die ist rot angelaufen, wa? Ey, der war das so peinlich gewesen. Und ey, ich fand das aber voll geil von dem Typen, wa? Ich hab so abgefeiert bei dem, ja. Möge der Flutsch mit euch sein. Fand ich cool, ja. War auf jeden Fall cool gewesen. Also mir hat's gefallen. Weil ich jetzt gerade so auf Flutsch gekommen bin. Ja, das kam natürlich jetzt sehr gut. Ja, nee, du musst immer davor stehen. Also da kannst du nicht irgendwie mal hier so bestimmen. Ist auf jeden Fall besser. Oh mein Gott. Ey, runter kommt der echt hier. Ey, runter flutscht der echt hier wie eine Gazelle, wa? So, dann müssen wir nämlich nicht mehr hopsen, dann können wir einfach hochlaufen. Und so, ey.
Ist ja so, als ob wir Gleitcreme hier, so Gleitgel an den Füßen haben, ja? Hier flutscht runter. So, sieht auf jeden Fall schon mal, ja, macht auf jeden Fall was her. Gut, da müssen wir natürlich rinnen. Aber dann müssen wir eine Lösung finden. Da können wir ja so einfach rein, ist ja kein Problem. Nee, da müssen wir... Ja, ist Inventar voll, ist doch scheiße. Nee, komm auch so rein. Nee, geht. Ist okay, ist okay, ist okay. Ich hab nichts gesagt. Inventar schon wieder voll, ja. So, hier unten, wenn wir hier eine Holztreppe, glaube ich, hinbauen, ich glaube, die verbrennt. Ich glaube, die verbrennt. Ja, kiek mal, die ist weg. Pupp. Hat's gemacht. Scheiße, ich komm nicht mehr raus. Freunde, ich komm nicht mehr raus. Oh Gott, wir verbrennen. Uiuiuiuiui. Hilo, Tiffy. Und die Sesamstraße hier, so, okay. Gut, lassen wir das erstmal. Und müssen wir den Steintreppen hinsetzen. Also Holztreppen kannst du ja nicht hinsetzen. Haben wir jetzt gesehen, das verbrennt schön. So, was können wir jetzt noch machen? Nee, jetzt haben wir eigentlich den ersten Auftrag haben wir jetzt erledigt. Die haben wir auf jeden Fall ein paar Treppen hier gebaut. Oh, nochmal Probe laufen. Jep, sieht gut aus. Jep, Freunde, das ist doch viel angenehmer als dieses scheiß Rumgehopse. So, hier könnte man natürlich dann auch noch ein bisschen weiter buddeln. So, aber da warten wir noch kurz ein bisschen. Unser nächster Auftrag wäre denn jetzt eigentlich... Ach so, hier können wir auch her. Habt ihr recht. So, habt ihr recht. Machen wir gleich mal hier so. Ja, natürlich. Inventar ist voll. Na, ist doch... Mein Gott, ist doch schicki. Inventar ist voll. So, das Ding kann natürlich nicht abbauen. Ey, jetzt zeig mal hier. Gibt's doch bestimmt irgendwas, was ich rausschmeißen kann. So, zeig mal hier. Ja, das Rott. Ja, hier. Machen wir die Moosfackel. Komm, die schmeißen wir weg hier, die Moosfackel. Was ist das hier? Achso. Ja, schmeiß weg die Moosfackel. So, kann man nicht gebrauchen. Meine Fresse, ey. Das ist ja hier nur wegen so einer Moosfackel, ja? Ein Stein, die kriegt nicht weg hier. Wo hört er das? Da sind Monster in den Mauern. Müssen wir eigentlich mal ein bisschen Licht reinbringen in die Sache. Verbrennen die nämlich da, die Mistviecher. Gut, dann haben wir hier Treppen, dann haben wir da Treppen. So, zeig mal, lass mal Probe laufen. Nee, das sieht gut aus. Herrlich, so, okay. Projekt Treppe haben wir jetzt erledigt. Jetzt können wir mal Projekt... Oh. Kommst du denn hier? Das Schlachtschwein hier. Bestimmt hinten aus der Ecke. Aber bestimmt hinten aus der... Ja, Inventar ist voll. Ach komm, leg mir noch am Arsch hier. Komm, ich geh jetzt raus hier. So, tschüss. Tschüss, Sikowski. So, mein Auftrag ist erledigt. Oder das Schwein kam von da oben runter gehoppelt. Kann natürlich auch sein. So, Fackeln sind auf jeden Fall noch hier aufgestellt. Immer hier oben ist hell. Also von hier oben kann das Schwein nicht gekommen sein. Das ist schon mal klar. So. Gut. Projekttreppe ist erledigt. Dann suchen wir uns jetzt einen Fluss. Da hinten ist wieder so ein Vieh. Warte mal. Wir begeben uns mal auf die Suche nach so einem Vieh hier. Muss ja hier irgendwo sein. Vielleicht haben wir Glück und das ist ja gleich in der Nähe. Weil so weit will ich jetzt eigentlich... Was ist das hier? Waren wir hier schon mal drinne? Ja, hier waren wir schon mal drinne. Guck mal, hier sind Lampen von uns. Yep, hier waren wir schon. Eine kleine Höhle. Ja, kann man vielleicht auch im späteren Verlauf mal irgendwie zu einer Haupthöhle machen. Muss man mal gucken. Ab Moment haben wir ja unsere Haupthöhle da unter unserem Haus. Deswegen lohnt sich das doch nicht. Also die meisten, die dann bauen, die bauen sich dann ein Haus und dann graben sie da einfach mal stupide runter. So strikt, so strange runter und ja, brauchen wir nicht. Wir haben ja da gleich eine Höhle. Ja, müssen wir halt ein bisschen raus und so, aber ist ja kein Problem. Na, man sollte doch immer ein bisschen an die frische Luft gehen. So. Also nicht immer nur drinnen sitzen, in der Muffienbude oder im Keller. Je nachdem, wie es euch beliebt. Ja, die gesunde Kellerbräune. Worauf stehen die Mädels? Gesunde Kellerbräune.
Gut, so, das machen wir mal hier drin. Nee. Doch, hier können wir. Oh ja, doch, hier können wir die fertigen Produkte reinmachen. Unseren Zaun etc. Ey, hab ich echt anstatt Treppen Zäune gebaut, ey. Ist ja echt so ein Ding, mal. Nur noch nie untergekommen. Hier, so ein Journal hier, das kann man auch wegwerfen, weil das bringt nichts. Was kannst du nicht machen? Kannst kein Papier verarbeiten oder so. Und außerdem ist das ja schon beschrieben und das soll nur zur Nachricht dienen, irgendwie so. Ja, steht aber auch nichts Interessantes drin. Also, die Leute, die jetzt wissen wollen, nur was steht denn da drin, Rappi? Steht noch Rotz. Stimme ich einfach mal so, da ist noch Rotz, da ist nichts wichtig. So, wir haben jetzt schon 5 Arkstones. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Und unser Leder hier. Da haben wir unser Leder. Das können wir da noch rein. Haben wir ein paar Knochen gekriegt? Ja, Knochen können wir auch darin machen. Kein Problem. Sonst noch irgendwas? Ich muss das echt mal sortieren. Ey, ich weiß, ich gehe euch damit völlig auf den Keks. Aber mach ich auch gerne. Wa? Ich gehe euch ja gerne auf den Keks. Da können wir das noch hin machen. Und wo war denn jetzt das Gunpulver? Ganz außen, wa? Nee, da haben wir das Gunpulver. So. Können wir Iron, können wir da noch reinmachen? Nee, hier war die Kohle drin. Wo ist denn unser... Oh, was wir hier nicht alles an Dings haben. Ist ja alles voll. Das ist... Oh, ich krieg wieder die Flappen. Haben wir ein bisschen Adobe Wall. Guck mal, ein bisschen was haben wir da. Die Taschen haben wir jetzt nicht unbedingt leer gekriegt. Wir müssen noch ein paar Kisten bauen. So, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Kisten bauen. Dann gibt mal das Adobe Wall her, hier, was wir haben, oder? Nee, wir sammeln. Wir sammeln mal. So, ich guck mal kurz auf die Zeit. Ey, ich weiß ja nicht, wo ich überhaupt anfangen soll. 27 Minuten. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. So, und in der nächsten Folge werden wir uns dann mal dem Matsch zuwenden. Ja? Also für alle Matschliebhaber und den Fetisch haben, boah, schöne Matschsühlen, so, oh, lecker. Werden in der nächsten Folge auf ihre Kosten kommen. Ja, werden wir uns mal schöne Matsch wälzen, mal ein bisschen Matsch holen und so. Und oh. Vielleicht sollten wir uns mal ein paar Pippis besorgen. So, wa? So, oh, 2 Weiber, wa? Sagen wir uns mal 2 Weiber, können wir hier Schlamm catchen. Ja, also dann baue ich hier erstmal eine schöne Arena und dann stellen wir uns da 2 Pippis rein und die können dann erstmal schön Schlammcatchen machen. Oh, dient dann erstmal so als Unterhaltungswert. Ja, ist auf jeden Fall schön anzusehen, denke ich mal. Gut, das sollten natürlich jetzt auch nicht gerade so 2 Fleischberge sein, so, wa? Sollte schon ein bisschen ästhetisch aussehen. Ja, aber auch keine Knochengerüste, weil dann siehst du ja nichts, wa? Dann suchst du da im Feld mit einem Matsch, suchst du denn und siehst du, wie immer da 2 Streichhölzer da rumhappeln. Und zappeln, so, ja, nee, also ein bisschen was muss da dran sein, ja, so. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, wollte es eigentlich Feierabend machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast. Falls du das in der letzten Folge nicht gehört hast, schau doch einfach mal auf dem Kanal Sebari vorbei, ja. Hat mich auf jeden Fall sehr fasziniert und, ja, wenn du mehr über den Kanal wissen willst, einfach draufschalten oder guckst du dir die davorige Folge nochmal an, da habe ich ein bisschen was dazu gesagt. Ansonsten, wenn dir das Ganze gefallen hat hier auf meinem Kanal, hinterlass mir doch bitte einen Daumen nach oben. Wenn du sagst, das Ganze war Käse gewesen, Daumen nach unten. Schreib mir mal was in die Kommentare so über Lob oder Kritik, bin ich natürlich sehr offen. Ja? Kannst natürlich auch den Missmut da reinschreiben, indem du da reinschreibst, oh, Rabbi, die ist alles so scheiße, hier ist alles und da könnt ihr euch mal richtig auskotzen. Ansonsten würde ich mich natürlich persönlich sehr über ein Abo freuen. Hat natürlich den Vorteil, wenn du mich abonniert hast, wenn neue Projekte kommen oder neues Video oder so, wirst du gleich als mein Abonnent, wirst du gleich darüber informiert. Hier bei Rabbi, da ist wieder was los, der hat was Neues hochgeladen und, ja. Alles Klärchen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich zähle auf dich. Bis derweil. Tschüss.